So, Chatterino. So, ich habe tatsächlich schon einen YouTube-Kommentar geschrieben, weil der liebe Itzloro schneidet ja die Satter-Hugo-Videos und Itzloro, Bruder, ihr wisst, durch sein Intro, Bruder, bin ich auf diesen absoluten Banger-Track gekommen und irgendwie mag ich finde ihn einfach süß. Loro ist einfach ein Süßi. Und, lieber Chat, ich freue mich natürlich wieder auf YouTube-Kommentare. Deine Clips sind so fake und einfach nur geschauspielert. Ach komm, weg mit deinen Fake-Clips. Ich bin wirklich gespannt, was für Clips in diesem Video drin sind, dass sie wieder darauf kommen, ich würde meine Clips faken. Ich verstehe das nicht. Das ist halt, Chat, denkt ihr, das ist YouTube-Dummheit? Denkt ihr, diese YouTube-Kids, die verstehen einfach nicht, dass wenn ich 6, 7, 8 Stunden streame, dass halt bei 6, 7, 8 Stunden auch mal irgendwas bei rumkommt? Es ist nicht so unwahrscheinlich, dass bei 6, 7, 8 Stunden ein 10 Sekunden Ausschnitt lustig sein kann. Gut, wir gehen rein. Ein sehr, sehr geiles Video gefunden, was ich unbedingt mit euch zusammen noch angucken wollte. Ah, das ist wieder so ein Fake-Clip, ne? Das ist wieder so ein Fake-Clip von Trimax. Also, da fliegt er einfach gegen die Ampel. Ey, das ist wirklich, also, ich kann mir diese Fake-Sachen einfach nicht mehr geben. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Ich würde sagen, dass ich schon ganz gut bin. Warst du gestern Abend high? Nee, gestern Film geguckt. Waschen kann. So schwer kann das ja nicht sein. Guck mal, wenn ich das sehe. So. Mache ich hier, Stopp. Mache ich zum Beispiel... Waschmaschine ist auch so ein Ding, Bruder, will ich niemals lernen. Kann vielleicht eine oder andere nachvollziehen. Waschmaschine, Bruder, will ich einfach... Auf Spaß. Ich will es auch nicht lernen. Ich will es gar nicht können. Ich mach's einfach nicht. Ich hab noch nie in meinem Leben Waschmaschine betätigt. Das kann ich nicht sagen. Wie kann der so doll aussehen wie Romata? Werde ich auch nicht machen. Wahnsinn. Der hat auch genau den gleichen Blick drauf. Das ist halt wirklich Romata. Google ist doch, das sind Leute am Bubble Tea gestorben. Bubble Tea tot. Google ist, das reicht schon. Bubble Tea... tot. Oh oh. Am Bubble Tea ist noch niemand gestorben, Fakt ist aber, dass das Getränk sehr viel Zucker enthält. Oh. Hä? Junge, du gibst Bubble Tea tot ein, da kommt als erstes ist noch niemand gestorben. Kylo spielt jetzt auch GTA. Boah, also wirklich Tanzverbot, ne? Boah, ey, immer diese Fake-Clips, das ist wirklich so schlecht. Mann. Ist natürlich schon Spaß. P. Kylo? Oha, Kylo, was geht? Sag mal, Kylo, bist du ein bisschen fetter geworden? Was ist passiert? So, Kylo, fuck! Und du? Kylo, Telefon, Digga. Kylo am Telefonieren. Kylo, das war's komplett. Alles gut, Kylo. Alles gut, Digga. Ich kämpfe. Oha! Hey, Kylo! Oh, er schnappt sich dein Bike, Alter. Aber wie kann der? Alter, yo! Ich bin Kylo und ich kack den ganzen Tag. Ja, ich mache, was ich mag, denn mein Papa sagt, ich darf es. Erstmal ein Wheelie machen, Digga. Ich bin Kylo und man sagt, ich wär so schwarz. Bist du schwarz? Dann komm mit, du bist immer noch sportlich, oder? Mhm. Ah, ihr springt hier immer runter. Herr Manus, ich stelle gegen die Reihe auf. Hilfe! Wie habt ihr das denn gemacht? Boah, so schlecht, ne, wie er sich hat extra fallen lassen. Ich bin total verletzt. In welcher Videospielserie ist Genondorf? Okay, das ist ein Clip von mir. Okay. Ich möchte nochmal darauf betonen. Deine Clips sind so fake, einfach nur geschauspielert. Bro, ich dachte, Ganondorf ist der Dicke von Sonic. Ich dachte, das wäre der hier. Wie heißt der? Dr. Eggman, ja. Ich dachte wirklich, das wäre der. Der Bösewicht. Es ist definitiv nicht Mario. Es ist definitiv nicht Zelda. Ich kenne alle Zelda-Teile. Ich kenne auch, guck mal. Das ist ja auch das Ding, Jungs. Weißt du, was ich mir in dem Moment gedacht habe? Ich übersetze jetzt für die YouTube-Idioten. Ich dachte mir in dem Moment, Bro, ich kenne alle Zelda-Teile. Also ich habe sie nicht gespielt, alle. Aber ich kenne alle. Verstehst du? Ich kenne alle. Genauso wie ich alle Pokémon-Teile kenne. Aber ich habe nicht alle gespielt. Und ich hätte, meiner Meinung nach, diesen Namen Ganon-Dirgendwas-Dings, schon mal gehört. Kommt mir nicht bekannt vor. Weißt du, ich meine? Genauso wie ich alle Mario-Teile eigentlich kenne, aber ich kenne keinen Gon-irgendwas bei Mario. Ich kenne alle Zelda-Teile. Metroid gibt es keinen Ganondorf. Ganz einfach. Und Metroid habe ich auch noch nie in Ganondorf gehört. Also muss es Sonic sein. Ich habe einfach ganz logisch analysiert. 100% Sonic. Ja, ja, safe. Ja. Ich entscheide mich für B. Ja, zwei ist so, das sollen ist wir das so notieren? Ganondorf ist der Ding. 'Cause you had a bad day, you take me one down. Raten reicht leider nicht. Sagen machst du nicht. Ich habe geraten. Verstehst du? Geraten. Was für Fake. Ich hab einfach geraten. Muss man überlegen. Bei Wer wird Millionär? Ich kenne die Antwort nicht. Ich rate einfach. Oh, Kevin, aber wirklich einfach Fake. Hä? Nicht immer. Sein ist immer. Backen machst du auch nicht immer. Machen machst du auch nicht immer. Also muss B sein. Ja. Guck mal. Und jetzt? Da muss man überlegen. Ich weiß nicht, was werben unregelmäßig. Ich weiß nicht, was ist.
Welches Werben ist nicht unregelmäßig? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, Bro. Ich bin 28. Ich meine, ich bin 18. Ich war seit 10 Millionen Jahren nicht mehr in der Schule. Bruder, Entschuldigung, dass ich kein Schüler mehr bin und dass ich mehr weiß. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was ist ein unregelmäßiges Verb? Und habe ich einfach versucht, okay, unregelmäßig, habe ich versucht, was macht man denn immer? Und denken die so, wie kann man so dumm sein? Das muss fake sein. Nein, ich gehe einfach seit 10 Jahren nicht mehr in die Schule, Digga. Ich bin ja keine 14 mehr, der aktiv in der Schule in der 6. Klasse ist, Alter. Sein ist. Bist du in der LCN? Ja, ich bin in der LCN, Bro. Ich bin nicht mehr in der Schule, dafür bin ich in der LCN bei GVMP. Italienische Mafia. Was ist los? Immer. Backen machst du auch nicht immer. Machen machst du auch nicht mehr. Also muss es B sein. Ja, ich bin der beste Welt. Also, ich würde. Ich bin der beste für der Welt, Boys. Fake. Wie schade. Boah, wirklich. Boah, ey, dieser. Also wirklich. Boah, ey. Ja, ey. Ich hasse ihn. Faker. Hashtag fake. Junge, ehrlich. Oh, ihr seid wie eine Familie für mich. Vor allem der Thorsten, der 43 ist. Den finde ich so süß. Weil er viel Geld hat. Oh, guck mal, mein Stuhl kann sich bewegen. Das macht so Spaß. Aber nur, wenn die Donations reinkommen. Ich hab jetzt richtig Abturn auf Mac, ist so Fastfood und so, deswegen ich bin so die letzten Tage auf Burger King. Skip. Oh nein, nicht schon wieder so ein Fake-Clip. Jetzt bin ich ja wieder gespannt, was Orange Morange hier angestellt hat. Ey, ist in eine Bart hingekommen, hallo? Er fährt so mit Lamm, auf einmal ist ein LKW da. Boah, das ist wieder so schlecht gefaked. Er hat wahrscheinlich vorher einen Admin angerufen und Admin soll einen LKW spawnen. Was ist denn hier los? Ey, mein Kind! Hey, ich bin bei ihm im LKW drin, Alter! Hallo! So schlecht! Bleib doch mal schnell, Digga! Dein Blut nehme ich dir jetzt. Oh! Aua, das ist. Das tut weh. Viva la Cartel, hermanos! Viva la Cartel! Und jetzt! 100.000 Millionen Volt! Mm. Oh Mann! Ey, glaubt ihr, Nico soll live? Glaubt ihr, wir kriegen heute eine Warzone-Runde hin? Was macht er denn? Was macht denn Latze heute? Währenddessen bei InScope. So. Und? Wie findest du's? Ey, jetzt hört mal auf, die ganze Zeit über meine Hose zu reden. Digga, ist in Ordnung. Ja, von mir aus, dann habe ich halt eine Skihose an in meinem Livestream. Zweites Haustür, wirst du dir nicht anschaffen, nö, Digga. If you like me, er Haustür gesagt. Digga. Ich ertrage diese ganze Fake-Sache nicht mehr. Ehrlich. Dieses ganze Gefake, ja, wirklich. Oh Gott, jetzt macht Orange Orange auch noch extra Tanzverbot-Rap nach, damit er in so Highlight-Sachen da erscheint. Boah, ey, wirklich. TikTok ist das Tor zur Hölle und tut euch selbst den Gefallen. Und euren Gehirnzellen und auch eurer Freizeit. Einen Gefallen und löscht TikTok. Ihr könnt nicht so viel Langeweile haben, doch, dass ihr doch regelmäßig TikTok konsumiert. Ich fühle mich gerade angegriffen, weil ich extrem viel Zeit auf TikTok verbringe. Sobald ich nicht weiß, was ich tue, öffne ich TikTok und ich swipe einfach runter. Kommende Zeit im Bild gibt es jetzt auch auf TikTok. Nein, das machen die alles zusammen? Ach du Scheiße. Das ach, war so ziemlich cringe. Oder will der mich... Inactive Shisha-Tabak. Wir machen eine Shisha-Bahn noch von das Auto. Das Gute ist aber, an dem Auto kann man nicht geblitzt werden. Noch. Boah, Jungs, ich habe so einen krassen Film. Ich werde euch aber nicht erzählen, wie der heißt, weil ich ihn selber nicht gesehen habe. Der heißt Cashback. Oh mein Gott, wirklich. Also, wirklich. Alpha, alles fake. Wie kann er den Film aus Versehen verraten, ey? Die Sachen, die passieren nicht aus Versehen, ist einfach fake. Mode Sprache. Boah, ey, ich hab einfach Faker. Einfach fake. Kommen zwei ja heute, kick ich aber wieder anders ordentlich rein. Was war an Sour Cream jetzt so falsch? Wie soll ich denn das sonst aussprechen? Sour Cream. Oder wie sagt man? Sour Cream? So ist richtig? Navi. Navigationssystem. Wer sagt? Navi. Garage. Hol mal mein Auto aus der Garage. Hä, hey, heißt es nicht Garage? Das Aussprache mit dem Fünfer, ich bin komplett lost. Leck mich doch am Arsch, Digga. Jetzt geht die Scheiße hier schon wieder los. Was ist mit kurz? Also, Bruder.
Wir verrennen uns hier gerade in etwas. Wer sagt, kannst du mir mal kurz das Wasser reichen? Kannst du mir mal kurz das Wasser reichen? Das ist doch viel besser, Digga. Kannst du mir mal kurz das Wasser reichen? Das ist doch voll scheiße, Digga. Kannst du mir mal kurz das Wasser reichen? Das hört sich doch viel besser an. Und auch Sprit. Ich will mal kurz tanken bei der Tankstelle Sprit tanken. Ja, mal ein paar Leute kontrollieren. Ja, nicht hier unnötig Sprit verballern. Spirit! Spirit, Digga! Hallo? Haben Sie noch Spirit? Ach, Digi, scheiß drauf, ganz ehrlich. Ich hab's aber relativ günstig von dem anderen Schlagzeuger abgekauft. So, wo macht ihr euch jetzt lustig? Habt ihr gehört, wie er günstig gesagt hat? Warum macht ihr euch über ihn lustig? Aber wenn ich Wurstbude sag, macht ihr euch lustig? Hä? Jetzt hab ich euch, ihr Arschlöcher. Wurstbude, Digga. Wurst. Wurst. Was sein Dialekt ist? Wurstbude ist auch Dialekt. Ich hab noch nie Ringkämpfer an dem Strand gesehen. Noch nie. Und ihre typisch kanarische Sportart kennenlernen. Die Lucha Canaria. Die Lucha Canaria. Was? Was heißen die? Die Lucha Canaria. Die sind auf Gran Canaria und der Verein nennt sich die Lucha Canaria. Die nächste Garage. Och nein, nicht schon. 18 Monate Kurs. Nicht schon wieder irgend so ein Fake-Clip, Digga, von Orange im Orange, Digga. Oh nee. Okay, ich glaube, das ist der schnellste Weg. Jetzt. Nein! Und das Ding ist, wenn man diese 10 Sekunden sieht, ne, dann kann ich ja irgendwo nachvollziehen, dass man vielleicht denkt, okay, wie kann man so dumm sein runterspringen? Aber die wissen nicht, dass ich schon deutlich zu spät gewesen bin, um zum Club zu kommen. Wer war dabei gewesen, Jungs? Bruder, erst dieser Unfall mit diesem Auto, dann wieder ein Unfall, dann war ich hier und ich habe einfach nur gesehen, okay, ich muss hier runter und habe das Wasser gesehen und dann beim Sprung war schon zu spät. Ich habe einfach nicht nachgedacht. Das ist doch nicht schlimm. Nein! Fake. Normale GTA-Spiele. Knossi. Ich halte mich nicht fest! Hände hoch! Knossi macht doch einfach RP mit NPCs, ne? Das ist halt ein ganz anderes Level. Das ist der einzige, der Roleplay spielt, ohne andere Leute, sondern einfach nur mit NPCs, also mit dem ganz normalen GTA-Story-Modus. Hallo Nicoletta. Warum unfreundlich? Ich guck doch nur, was ihr macht! Und ich kenne zwei Kandidaten, die straight up sich da dazugelegt hätten. Also bei denen wäre ich auch noch auf Angriff gegangen. Ich glaube, ich hätte... vielleicht, also ja. Marcello, Uranus mit dem Zweier, auf gute alte Tage, bleib wie du bist, Digi. Wild. Wilder Furz. Ja, ist wirklich wieder heftig gefaked, ne? Also, schade, das hätte man einfach nennen können, Orange Morange, der Faker. Schade, ne? Guck mal, da, ohne Scheiß, das ist echt ein Ehrenmann. Finden die Clips überhaupt nicht fake, ihr wollt einfach nur canceln. Ihr wollt einfach nur canceln oder so ein Müll. Und zack mal hier und da schreiben. Nichts Besseres zu tun halt. Ben, du hast alles gegeben, Bruder. Ben, ich küsse dich, wenn du das sehen solltest. Du hast alles versucht. Es ist Freitag, wieder mit den Nomis unterwegs. Ey, unterwegs, ja, ich werd angerufen von nem Bro. Er fragt, was geht grad, gib'm Krabbe.